Hallo ihr Lieben. Ja, ich hatte gerade ein Unboxing gemacht und habe gleich gedacht, okay, mache ich das nächste gleich hinterher. Und zwar, ja, hatte ich eine YouTuberin, die ich auch verfolge, und zwar Handmade Maniac heißt ihr Kanal, hat immer in ihren Monatsupdates, die sie macht, ein Bild gezeigt, was ich halt sehr schön fand. Und sie hat auch immer ihre Fortschritte bis jetzt gezeigt. Und je mehr Fortschritte sie zeigt, umso ja, besser wurde es. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich doch mal. Habe es Gott sei Dank bei Cross Stitch Corner gefunden und hatte mir das bestellt und das kam heute auch an. Jetzt muss ich bloß mal gucken, dass ich euch das nicht so gleich zeige. Und zwar, ja, jetzt weiß ich nicht, ob das von einem russischen oder ukrainischen Künstler ist, das kann ich halt nicht genau sagen, aber es ist halt alles drin und zwar heißt das Kingdom of Books. Kingdom of Books, das ist made in Russia. Gut, ich sag mal, das Kit kann ja jetzt hier nichts dafür. Und ich bin so froh, dass ich das habe. Ich werde das auf alle Fälle anstecken mit euch, weil ich das ganz klasse finde. Es ist ein großes Bild. Und ich drehe das jetzt einfach mal rum. Dieses Bild hat es mir angetan. Und zwar ist das eine Mischung aus Häusern und Büchern. Also eigentlich Bücher, die ja so Häuser nachgeahmt sind. Sehe ich bloß, hier ist das Licht leuchtet. Das ist 72 cm mal 28 cm. Also das ist schon ein großes. Aber ich wollte das haben. Erstens, die Dame von dem YouTube-Kanal, den ich gesehen habe, hatte das auf 18 Count. Das Original hier gibt es mit 14 Count, AIDA. Und so viel wie ich jetzt gesehen habe, stickt man hier auch den Hintergrund, was jetzt bei ihr da jetzt nicht war. Aber da gucken wir jetzt mal gemeinsam rein. Und ich freue mich so. Ich meine, es ist eine Heidenarbeit und aufgrund dessen hier, ist es auch so, dass ich mich halt ein bisschen zurücknehmen muss. Aber ja, was soll's. Ich meine, ich habe das hier, das kann ich aber in meinem anderen Video erwähnen, habe ich jetzt von meiner Arbeit her mit, also in Kombination. So, also das ist ein krümeliger weißer AIDA Stoff. Okay, der ist jetzt auch etwas starr, aber wie gesagt, wir wissen ja, das wird ja ein bisschen besser. Hier ist eine Nadel dabei. Keine Spitze. Mit einem goldenen Öhr. Ich arbeite, also ich merke jetzt da jetzt keinen Unterschied mit den Nadeln, ob die jetzt das goldene oder ein silbernes haben. Bis jetzt klappt das alles super. Und hier sind die Farben. Oh Gott, das ist ja fast wie Gecko Rouge oder so, ne? Jetzt muss ich bloß mal schauen, wie viele Farben haben wir. Also jetzt habe ich hier 59. Ich gehe mal davon aus, dass das auch die sind. Die sind auch aufgeschnitten. Die muss ich erstmal nachher schütteln. Erstmal ein bisschen aufschütteln hier. So. Dass man das hier sieht. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist ein richtiges, schönes, farbenfrohes Bild. Es ist natürlich nicht preiswert. Ja, also es ist halt ein Original
Und das ist auch richtig so. Und da gebe ich halt gerne das Geld da aus, weil, ja, weil ich das halt so haben möchte. Hier sind wunderbare, wunderbare Farben. Ich glaube, es sind alle Farben vertreten, so im Großen und Ganzen, die man so zur Verfügung hat. Oh, das sieht toll aus. Schon alleine hier die Farbschattierung. Ach nein, das ist alles dieselbe Farbe. Okay, ich wollte gerade sagen, was sind das für Farbschattierungen? Aber das ist alles die gleiche Farbe. Hier die, ach okay, hier die 53 ist auch da, wo Verschiedenes benötigt wird. Ist ja auch richtig. Wunderbar. Wunderbar. Und hier ist die Stickanleitung. Sind auch verschiedene. Und ich bin froh, ich bin echt froh, dass man auch die Hintergründe so sticken kann. Ich zeige euch bloß ein bisschen davon. Es sind zwar wie hier jetzt russische Buchstaben. Aber die werde ich jetzt so übernehmen. Also ich werde das so komplett übernehmen, weil ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, was das jetzt heißt. Und oder ich lasse das komplett weg. Das kann ich auch machen. Ich lasse das komplett weg und sticke halt nur den Untergrund. Und dann gucke ich mal, was ich dann für andere Symbole nehme. Ja, schaut mal, das ist toll. Das ist echt toll. Hier steht dann wie zum Beispiel Backstitch, okay, mit zwei Fäden. Hier ist mit einem Faden, wie man was machen soll. Und das ist hier mit drei Fäden, ja. Three, ist das drei? Okay, da muss ich mich dann mal noch genau das Ganze anschauen. Hier ist auch noch mal die einzelnen Sachen beschrieben, ne, die Kreuze und dann hier, wenn man was zusammen. Na, das muss ich mir dann mal angucken. Denn die Rückstiche und das sind dann auch hier die Knoten. Man weiß jetzt nicht, ob hier jetzt die Knoten mit dabei sind, die French Knots. Aber zumindest ist das hier mit erwähnt. Ja, doch hier, French Knots. French Knots mit zwei. Aha, okay. Oh, toll, toll. Ja, dann hat man hier ganz viel, aber ich sag mal, es ist trotzdem nicht so ganz konfettilastig, weil man die einzelnen Häuser hat. Ich zeige euch das noch mal. Oh, klasse. Oh, ich finde das echt super. Schön. Da freue ich mich. Ja, also wie gesagt, ich werde euch den Link einstellen, wenn ihr sagt, euch gefällt das hier auch, könnt ihr ja mal stöbern. Im Endeffekt kennt ihr ja Cross-Stitch Corner. Ich hatte das bestellt am, wann war es denn? Am Montag. Am Montag hatte ich das bestellt und hatte am Mittwoch schon die Info, dass ich es bezahlen kann, weil das finde ich halt auch immer gut bei Cross-Stitch Corner, dass man sich das bestellen kann und erst bezahlt, wenn Cross-Stitch Corner einem eine E-Mail schickt mit einem Link, dass man dann bezahlen kann. Also das finde ich ganz super. Und dann hat es, wie gesagt, 2 Tage noch gedauert, ehe das jetzt hier heute bei mir war. Ja, macht einer von euch dieses Bild auch schon? Würde mich jetzt mal interessieren, weil ach, das ist so farbenfroh. Ach, Wahnsinn. Also ich
mag ja an sich Häuser, ja, ist jetzt nicht so meins, ne? Und Bücher, ja, ich lese auch ab und zu mal gern, aber ich habe jetzt keine Bestseller, die ich jetzt toll lese oder irgendwie sowas. Aber diese Kombination, die hat mir echt zugesagt. Und da ich das auch gesehen hatte bei der einen YouTuberin, wie schön das rauskommt. Also sie ist, glaube ich, erst hier. Aber wie schön das rauskommt, habe ich gedacht, das muss ich auch haben. Ich bin mir bloß noch nicht sicher. Ich muss mir das Ganze noch mal belesen mit den Stickvorschriften. Ich würde es gerne auf 18 Count runter nehmen. Also hier sind ja 14. Ich würde es das gern auf 18 Count mal gucken. Oder ob ich es auf den 14 lasse. Schauen wir mal. Wie gesagt, solltet ihr das Bild auch machen, könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr den Originalstoff genommen habt oder ob ihr etwas anderes. Erst habe ich gedacht, ich nehme so einen melierten, beige-bräunlichen Ton als Stoff. Aber dann habe ich gesehen, dass es also ein Full Stitch ist, heißt das, glaube ich, ne? Dass man das komplett voll besticken kann. Und dann habe ich gedacht, nee, dann lasse ich das auf weißem und sticke das halt voll. Wahnsinn, Wahnsinn. Was steht hier noch? Ja, 59 Farben. Hier ist das auf Englisch. Wunderbar. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Wenn ich das ansticke, dann nehme ich euch selbstverständlich mit, denn die Farben laden ja echt ein, dazu hier daran zu arbeiten. Ich werde dann auch diese Kärtchen nicht mehr benutzen, weil, wie gesagt, das biegt sich, das ist wie bei meinem Secret Stitch Along. Ich packe das auf meine Organizer, die ich habe, und kann dann immer daraus dann sticken. Aber so von der Sache ist das einwandfrei. Ja, dann danke ich, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob euch das auch gefallen würde? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, eure Stickliesel.